Hallo Borkheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, wie ihr seht, braun gebrannt. Es war ein tolles Wochenende gewesen, war schön warm. Ich war natürlich wieder auf dem Wasser unterwegs, aber heute schon wieder fleißig gearbeitet, ein paar Mal durchgeschwitzt ordentlich, einmal von innen und natürlich auch ein bisschen von außen, weil hier hat es heute endlich mal geregnet und die Tonnen sind wieder voll, die Wassertonnen sind wieder voll. Und wie es weitergeht mit dem Wetter, wird uns ja der Matze noch erzählen, dem nehmen wir uns wieder ganz zum Schluss vor. So, was habe ich auf meinem Zettel stehen? Ja, Gurkenzeit, tatsächlich, es ist immer noch Gurkenzeit und natürlich auch Tomatenzeit. Ich bin immer überrascht, wir haben so eine Gurkenpflanze, ich mache demnächst mal ein Foto, wie viel Gurken da dran hängen. An einer einzigen Pflanze, das gibt's gar nicht. Tomaten natürlich ohne Ende, ist ja auch gesund. Neben Chicken Wings kann man auch mal eine Tomate essen, nicht? Ja, was blüht uns denn jetzt? Das Ferienende naht. Wir haben nur noch eine Woche bis zum 3.8. offiziell. Also ab 5.8. geht die Schule wieder los. Und am 3.8. ist natürlich schon Einschulung der neuen Schuleleven. Da geht's dann für die Kleinen so richtig los. Ich glaube, die freuen sich schon drauf oder noch auf die Schule. Ja, aber wie gesagt, am 3.8. geht's los, am 5.8. so richtig. Und ich glaube, für mich dann eine Woche später, wenn ich das so richtig sehe, denn am 5.8. müssen sie sich alle erstmal sortieren. Und eine Woche später geht's auch mit dem Neigungsunterricht wieder los. Jo, was haben wir denn noch so am 4.8.? Das ist natürlich zwischendrin, also zwischen dem 3. und dem 5. logischerweise. Da geht's so richtig zur Sache auf unserem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz, weil da haben wir die Damen des 1. FFC-Turbine Potsdam zu Gast und das soll wieder ein kleines Volksfest werden. Da soll's wieder so richtig abgehen und wir drücken mal den Jungs die Daumen, dass die da auch gewinnen. Gibt's natürlich Bratwurst, was zu trinken vom Verein und. Also, haltet euch den Sonntag frei. Ab 15 Uhr am 4.8. kommen die Damen des 1. FFC Turbine Potsdam zu uns nach Borkheide zu Besuch und spielen gegen den BSV 90. Jo, dann am 10.8. bleiben wir mal gleich beim BSV 90, denn der BSV 90 ist ja nicht nur die Fußballmannschaft, sondern die haben ja ganz, ganz viele Vereine, da kümmern wir uns aber nochmal drüber drum. Und die haben einen Arbeitseinsatz geplant am 10. Also wer da mal richtig helfen will, mal Rasen mähen und was weiß ich, was da alles ansteht, kann sich dort mal sehen lassen am 10.8. zum Arbeitseinsatz des BSV 90. Und weil am 10.8. ja keine Langeweile aufkommen soll, gibt's noch im Waldbad Borkheide ein richtiges Event und zwar kommt dort Kurzschluss, ja, die drei Männer hier mit zwei Gitarren, ein Schlagzeug, rocken wieder das Waldbad und wollen dort wieder einen ordentlichen Kurzschluss hinlegen. Wir werden sehen, was das wird. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe, daran teilzunehmen. Wäre ich natürlich todtraurig, aber zufälligerweise ist selbst in meinem Verein in Potsdam Sommerfest. Mal gucken, ob ich mich heimlich still und leise verdrücken kann, um mir die Mucke von Kurzschluss anzutun und euch natürlich dort ebenfalls zu sehen. Jo, damit bin ich schon wieder fast durch. Nee, gar nicht bin ich durch. Wir haben ja noch was ganz anderes, habe ich hier nämlich nicht auf dem Zettel stehen. Deswegen, es war jetzt natürlich Sommer gewesen und wie immer im Sommer gibt es das Feriencamp der DLRG und dafür haben wir für euch hier ein Filmchen. Bitteschön. Sandra, ja. Wir sind hier im Waldbad Borkheide und die DLRG macht hier genau was? Das Sommercamp. Wie jedes Jahr. Das Sommercamp der DLRG Jugend wie jedes Jahr. Genau. Das ist schön, weil das sind die Kinder und Jugendlichen, die hier das Schwimmen noch nicht nur lernen, sondern perfektionieren und am Ende sogar Rettungsschwimmer werden können, richtig? Genau. Wie lange geht das Camp? Das Camp geht vom Mittwoch bis Samstag, also in diesem Fall vom 24. bis zum 27.7. Ja, mit viel Spaß, Unterhaltung und einem Ausflug. Ihr habt einen Ausflug gemacht, wo ging es genau hin? Ins Deutsche Technikmuseum sind wir gefahren, weil wir haben dieses Jahr das Thema Fliegen. Hans gerade ja, Fliegen? Ja. Schön. Und zum Glück war der Zug klimatisiert nach Berlin, ne? Gott sei Dank, der Rest war ein bisschen sehr warm, aber wir haben Abkühlung gefunden in Form von Eis, Eis und Eis. Ihr habt ja auch hier eure Location im Waldbad mit dem Wasser nebenan natürlich die beste Option gewählt, ja? Ja. Und wir freuen uns auch, dass ihr hier im Waldbad Borkheide natürlich schwimmen könnt, die Ausbildung machen könnt, das finde ich richtig toll und ich wünsche mir das auch im nächsten Jahr wieder.
Wir sind in Planung, Thema steht fest. Was wir genau noch machen, noch nicht ganz, aber wir sind fast fertig mit der Planung für nächstes Jahr. Wir sind dabei. Sehr schön. Danke, Sandra. Gerne. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss. Ja, siehst du mal, was die alles da machen mit den Kindern? Also ich finde das wirklich cool, weil die sind ja da ein paar Tage mit Zelt und allem drum und dran. Und da werden sie trainiert haben, sonst so sind unterwegs, gucken sich dieses, jenes an. Wirklich cool, was die da, die Leute sich da ans Bein binden, mitten in der Ferienzeit. Aber es wird natürlich gebraucht. Ich als Wassersportler weiß das. DLRG, ganz, ganz wichtig. Ich sehe das immer bei mir im Verein, wenn die von der DLRG Potsdam kommen und immer einparken, mit ihren Booten üben. Die fahren dann bei uns immer in die Stege rein und raus und müssen das ja auch trainieren. Sowas kriegt man ja nicht einfach so in die Wiege gelegt. Und noch eine Nachricht habe ich, nämlich zum RE7, wie ich hier lesen kann, ab 26.07. bis 11.08. fährt der Zug nur noch gelegentlich, das heißt im Zuge des achtstreifigen Ausbaus der Bundesautobahn BAB10, also der B10 Berliner Ring, muss auch die Eisenbahnbrücke bei Michendorf sukzessive ersetzt werden. Von Ende Juli bis Anfang August werden zwei weitere neue Brückenteile eingeschoben. Dafür muss die Bahnstrecke im Abschnitt Michendorf-Sedin vom 26. Juli bis 11. August gesperrt werden. Dabei werden auch die bestehenden Gleise zurückgebaut und nach dem Abbruch der alten und dem Einschub der neuen Brücken wieder eingebaut. Der RE7 wird zwischen Berlin-Wannsee und Beelitz-Heilstätten über Potsdam Hauptbahnhof umgeleitet. Zwischen Berlin-Wannsee und Michendorf wird ein Zugpendelverkehr eingerichtet. Zwischen Michendorf und Beelitz-Heilstätten fahren ersatzweise Busse. Also das natürlich für alle Pendler hier im Auge behalten. Da gibt's für eine gute Woche, für gut anderthalb Wochen mal ein paar Probleme mit dem Zug, wird man sich höchstwahrscheinlich wieder auf ein paar längere Reisezeiten einstellen müssen. Jo, das war's schon wieder diesmal. Also viel mehr Themen habe ich momentan noch nicht, aber wir haben ja gehört, es geht ja wieder los ab nächstes Wochenende. Jetzt fehlt nur noch Matze mit seinem Wetter, ne? Na denn los, Matze. Hallo Lutze, hallo Walkheide, hallo Welt. Ja, das Wetter spielt uns heute mal so einen kleinen Strich durch die Rechnung. Erste Gewitter ist schon durchgezogen vorhin, kurz nach Mittag, und jetzt gegen 16:30 ist schon das nächste Gewitter hier am Anrollen. Diese Wetterlage wird uns die Woche auch beherrschen. Wir werden die Temperatur nur noch um die 25 Grad haben. Ist immer noch ein angenehmes Sommerwetter, aber auch vereinzelte Regenschauer, vermutlich am Mittwoch wieder verstärkt, werden uns hier heimsuchen. Aber die Natur braucht es, das ist wichtig. Und solange die Temperaturen in diesem Bereich sind, können wir uns eigentlich nicht über das Wetter ärgern. Dann würde ich sagen, kommt gut durch die durchwachsene Woche bei angenehmen Temperaturen. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Jo, viel mehr hat er auch nicht zu sagen. Es gibt ein bisschen Regen, das freut uns natürlich. Und es wird nicht ganz so kalt. Also mit Mitte 20 Grad kann man es doch ganz gut aushalten. Das war's dann wieder hier von Borkheide News TV. Wir sehen uns wieder nächsten Montag. Natürlich vorher noch am 4.8. Beim Fußball. Aber hier vor der Kamera am nächsten Montag, am 5.8. wie immer, hier vor eurer Kamera, euer Lutze. Und tschüss!